diesem Video geht's um die Abstände zwischen Tönen oder aber auch Intervalle. Viel Spaß! Moin und willkommen auf meinem neuen Kanal. Hier findest du ab jetzt regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, lass jetzt ein Abo da und wir legen direkt los. Wir haben uns ja bereits die Intervalle der C-Dur-Tonleiter angeguckt. Falls du das verpasst hast, siehst du das dort oben in diesem Video. Und heute schauen wir uns mal die Intervalle, die in der Molltonleiter, in einer Molltonleiter auftauchen. Hierzu nehmen wir die zu C-Dur verwandte A-Moll-Tonleiter. Verwandt sind diese beiden Tonleitern genau deshalb, weil das Tonmaterial, die Töne C, D, E, F, G, A, H und C, in beiden Tonleitern vorkommen. In der C-Dur-Tonleiter ist der Grundton nur das C und in der A-Moll-Tonleiter ist der Grundton das A. Hier eine A-Moll-Tonleiter eingeblendet, darunter, um Halbtonschritte zu verstehen, wieder die chromatische Tonleiter, diesmal von A aus gestartet. Und wir schauen uns hier auch direkt an, welche Intervalle in dieser Tonleiter vorkommen. Wir sehen einmal, dass wir auf der ersten Stufe wieder ein A haben, vom A zum A, ist auch wieder unsere normale Prime. Und unser erstes Intervall, was wir hier gewinnen können. Der nächste Schritt zum H stellt auch wieder eine große Sekunde dar. Und jetzt bei der Terz kommt was anderes. Da sehen wir, dass wir einen Halbtonschritt zu wenig machen. Wenn wir nachzählen, sehen wir, dass es nur drei Halbtonschritte in der Chromatik vom A zum C sind. Und hier haben wir jetzt nicht das Intervall der großen Terz, sondern dieses Intervall heißt kleine Terz. Dann geht es weiter auf das D. Vom A zum D, das ist wieder eine reine Quarte. Dann haben wir einmal das Intervall der reinen Quinte als nächstes, vom A zum E. Der nächste Ton in unserer Tonleiter wäre jetzt das F. Und wenn wir uns jetzt mal das Ganze vergleichen mit der C-Dur-Tonleiter und der großen Sechste, dann finden wir hier wieder einen Halbton zu wenig. Vom A zum F, dieses Intervall, dieser Abstand, nennt sich deshalb kleine Sechste. Und letztendlich kommen wir zum siebten Ton, dieser A-Moll-Tonleiter, vom A aus der siebte Ton. Der heißt hier auch wieder Septime, aber eben nicht wie in der Dur-Tonleiter große Septime. Hier haben wir wieder einen Halbtonschritt zu wenig, wenn wir das in der Chromatik nachchecken. Und deshalb heißt diese Septime kleine Septime. Bei der Oktave haben wir dann wieder alle Schritte gegeben, 12 Halbtonschritte. Und wir haben vom A zum A eine Oktave nach oben gemacht. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir ein Gefällt mir da. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen.